Ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen bei Let's Play OMSI 2, bei mir heute in der Folge 501. Und wir sind heute hier zusammen auf Innsbruck mit dem Nico. Moin. Moin, Nico. Und Moin, Tim. Genau. Und welche Folge das bei dir ist, wissen wir gerade nicht. Das müsste dem Folgennamen entnehmen. Ja, es ist halt schwierig, wann du das hochladen willst. Aber an sich so könnte, weil ich muss mal selber gucken, wo ich gerade bin überhaupt. 812 oder so. Nee, 600 bin ich noch. Die letzte war 608, das wird dann so 610 wahrscheinlich sein. Gehe ich von aus. Haut er hin, oder? Ja, gut, eine lade ich wohl heute hoch. Ja, das passt. Wir fahren jetzt hier im MAN NL283 mit zwei Türen, mit einem Euro 3 Motor, mit ZF-Getriebe, von der Nordkette zum Marktplatz. Auf Innsbruck in Österreich, ja. Genau, und da vorne sind auch schon die Fahrgäste. Du musst mir noch mal kurz helfen, wie das jetzt mit der Schilderung funktioniert. 021, also 2100 ist Linie und Route 12. 2100 und Route 12 Marktplatz. Ja, ich fahre auch Dr. Richard Repaint aus Wien. Ja, ist halbwegs österreichisch. Moment. 21 ist das? Ich denke, das ist diese Linie J. J, ja, aber der Ibis-Code ist 21. Bei Linie 21? Ja. Ich habe ganz sicher. Dann war es 23. 23.0. Kann auch sein. Von 21 bis 24 ist alles möglich. Ja, weil bei mir zeigt er jetzt Linie 23 an. Ja, aber er zeigt dir das richtige Ziel an, oder? Ja, ja, gut. Was nein, das ist richtig. Dann musst du einmal in das Doof-Menü und einmal J eingeben. Das, was ich immer benutze. Dann gibst du einmal J ein und einmal Marktplatz unten. Ja, pass auf, wir müssen mal wieder in diesem so, Doof-Menü. Wir haben benutze ein, ich fast immer und du sagst hier Doof-Menü. Wir haben Soundmod von Diego. Das wurde sich bei mir auch gewünscht. Und das ist geil. Danke für den, der das mir gesagt hat. Wir fahren ZF, ne? Hat Tim ja, glaube ich, schon gesagt. Mit 6,5 ja, Liter oder was? 280 PS hat der Schnuckel. Also 6,5 Liter Alkohol an Bord, das ja, ist ja gemeint. Pro Person. Ja, ja. All inclusive. Aber ich muss sagen, Radler natürlich nur, ne? Hat ja nicht so viel Alkohol, dann kommt man auf einen guten Pegel dann. So, aber genau. Der Fahrer darf was anderes trinken. Der darf Bier trinken. Genau. Ja, so. Das ist unser Gefährt, wie schon gesagt. So, bei mir sind die Leute drin und ich könnte jetzt abfahren. Ich auch, aber was sagt die Zeit? 0,2, dann lass uns doch losdonnern. Ist bei mir auch. Okay, dann take off. Ready to take off. Oh nein, da kam so ein LKW. Nein! Der Freddy Baluschke ist gerade an mir vorbeigefahren. Der LKW hat mich gerammt. Nein. Nein. Wir wurden gerammt. Wir waren so schlau und haben die Kollision ausgemacht, weil sonst wäre hier Ende. Gerade wenn die LKWs kommen. Oh, der geht ja hier kaum hoch, der Bus. Also oh, dieser Innsbruck. Sound. Innsbruck ist eine ganz schön enge Partie, ne? Tim, wenn wir gleich auf der langen Strecke sind, ne, die runterführt, lass mal kurz die Gas Fresse geben. Halten und einmal Kickdown geben, genau. Weil das hört sich so gerne. Schön... Hä? Aber ich meine, eigentlich ist ja nichts schöner als meine Stimme, ne? Warum sagen die ganze Zeit, ich verscheiße, ich mach gar nichts, ich gehe nur vom Gas. Da macht man schon nichts und dann meckern sie auch, ne? Ich verstehe das gerade überhaupt nicht, muss ich sagen. Ich bin vom Gas gegangen. Was für eine schlimme Straftat. So. Ja, die sind manchmal empfindlich, ne? Das ist teilweise nicht mehr lustig. Hallöchen. Du kannst das tatsächlich in den Maps einstellen. Ja gut, da gebe ich dir aber recht. Manchmal habe ich das auch. Dann sind die wirklich extrem empfindlich. Mhm. Und manchmal fahre ich da Busse um und alles andere und die merken nichts. Ja, ich sage, das kannst du einstellen, wenn du eine Map baust. Aber dadurch, dass das hier ja mit 6,2 Liter All-Inclusive ist, glaube ich nicht, dass sie das so schnell noch merken. Stoppschild? Ja, ich verstehe schon. Ich fand es noch nicht so witzig, also habe ich es mal ignoriert. Du bist gemein. Ja, ne, ich bin ein richtiges Arschloch. Naja. Achso, hast du eigentlich die Nummernschilder schon gezeigt? Ich nicht. Ach so, ja, die müssten aber bestimmt einigen Leuten aufgefallen sein. Nach der österreichischen Verordnung haben wir extra rausgesucht. Ja, das war ein Riesenakt. Die Aufnahme dauert 20 Minuten und eine halbe Stunde haben wir nur geguckt, wie das Kennzeichen heißen muss. I1 Nico und I1 Tim. Genau. So, jetzt lass uns gleich mal kurz die Fresse halten. Ich bin auf der langen Strecke gleich.
Ja. Ey, du Pfeifentabakfahrer. So, Kongress, ne? Das ist doch nicht dein Ernst. Boah, ist das, geht das jetzt steil runter? Ach komm, jetzt ist. Oh. Egal. Oh, so, bist du jetzt auf der Strecke? Mhm. So, dann sagen sie Bescheid. Ach, da, nach der Haltestelle machst du das, ne? Ich hab schon kurz gemacht, aber. Ja, ja, warte, ich bin gleich an der Haltestelle. Ich hatte gerade ein bisschen Probleme. Da ist bei mir niemand, der ein- und aussteigen will. Als ich um die Kurve gefahren bin, hatte ich gerade diverse Probleme mit einem LKW. Ja. Oh. Hallo. Das Auto ist nämlich nicht weitergefahren. Und dann kam auf einmal ein LKW. So, jetzt Fresse halten. Gut, ich wäre so weit. Fertig. Ich eigentlich auch. Ich bin auf 60. Also ja, hör mal, wir müssen uns ja an das Tempolimit halten. Ja, also wenn wir 50, wenn 50 erlaubt ist, maximal 60, ja? Ja, oder wenn 50 ist, so 90, ne, aber schneller auch. Ey, ich hab nicht übertrieben, 90. Ich hab's im Rahmen gelassen, ja? Wir haben immer noch einen Toleranzbereich von 3 km/h, ja? Ja, wobei ich glaube, bei Bussen und LKW sind die Tachos ja eher geeicht als bei Autos, ne? Die Tachos sind ja generell so gemacht, dass du im Prinzip langsamer fährst, als angezeigt wird. Ja, wobei bei LKW, das merke ich manchmal in Baustellen, wenn ich meinetwegen genau 60 fahre, da kommen dann die LKW und überholen mich in der Baustelle mit 10 schneller und die fahren wahrscheinlich dann 60. Oh, die fahren wahrscheinlich 70. Die haben aber keine Zeit, du musst das ja so sehen. Ich habe neulich einen LKW gesehen, ich bin gefahren, da war 100 auf der Autobahn, auf einmal fährt da eine LKW vorbei. Ich dachte, was hat der denn? So voll beladen, du hast gesehen, der hing so richtig durch, ja, mit bestimmt 110, ich dachte mir, ja. Hohoho, so schnell können die doch gar nicht. Ja, da dachte ich bis dahin eigentlich auch. War es bergab? Nee, das war auf gerader Strecke. Dann war der wohl aber nicht gedrosselt. Nee, das, wenn er gedrosselt wäre, dann wird er wahrscheinlich ja auch die 100 nicht schaffen, ne? Das ist ja, glaube ich, bei 90 oder 89, nicht, ne? Mal. Irgendwie ist das aber auch nach Erfahrung. Wenn du irgendwie 10 Jahre LKW-Fahrer bist, dann darfst du irgendwie 84 und sonst 82 oder so. Das ist total bescheuert, habe ich mal gelesen. Ist das so? Ich weiß nicht, inwiefern das stimmt. Es gibt natürlich immer Quellen, die sind jetzt nicht so verlässlich. Aber ich habe das so gehört. Hört sich auch komisch an, aber ich weiß es nicht. Und die ganz Erfahrenen, die seit 40 Jahren fahren, die fahren mit 120 oder so. Ja, ne? Die dürfen dann 200 fahren. Ja, ja. Weil die können's ja. Na gut. Das ist ja wie Guido. Stauende und dann schreien sie alle, ja? Wie konnte das passieren? Ja, das ist ja dann wie Guido. Kann's, ne? Ja, hä? Wieso? Ja, weil er es kann. Guido kann's. Ach so. Ja, ich kann's ja auch. Du heißt auch Kann's? Nee, ich kann's generell. Tim kann's? Ich brauch nicht so heißen, ich kann's so. Ach so. Oh, das ist grad schön hier, du. Das ist hier ist gerade diese gefährliche Haltestelle. Hm. Die kennst du wahrscheinlich. Sieht schick aus hier. Also Innsbruck ist immer einen Besuch wert. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Map ist schon schlecht gebaut so eigentlich. Die ist schon nicht schön eigentlich gebaut. Man hätte sie viel schöner machen können. Ja gut, aber die ist doch jetzt auch ganz schön alt. Ja gut, das ist klar. Damals war natürlich das Niveau. Hallo. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber das Niveau war damals natürlich, nicht ganz natürlich. So, ja, das ist halt so. Aber ich finde, diese Map könnte richtig geil aussehen. Ja gut, da könnte man vielleicht so diese Bergtexturen mal ganz neu machen. Ne? Aber ja, vielleicht gibt es irgendwann nochmal neues Innsbruck. Und die Berge auch so machen, dass man da nicht immer hängen bleibt, wenn man Kollisionen hat. Ja, ich hab die ja eh aus. Also. Ja, ich jetzt auch, ne, weil auf der Map, ich habe immer gemerkt, es lohnt sich nicht, Kollision anzuhaben. Und ich merke gerade, ich fahre schon 50. Es geht schneller, als man denkt hier. Ja gut, das ist natürlich generell immer eine Gefahr. Wobei, stell dir mal vor, hier versagt die Bremse auf dem Weg nach unten. Das wäre... Gute Nacht. Ja, da hast du mal noch die Parkbremse, aber dann das Ende. Ja, irgendwo war das? Aber die zieht auch nicht normalerweise. Nicht bei jedem Auto zumindest. Vor einigen Jahren in Norwegen, da ging es doch irgendwie da Nordkap. Sagt dir das was? Ja.
fährst ja auch mal berghoch und die Leute dachten immer, oh Gott, was machen sie denn, wenn man da bergunter fährt und die Bremsen gehen nicht mehr? Ja, und dann meinte der so, ja, runter kommen wir immer, ne? Brauchst keine Sorgen haben. Am Ende des Tages sind sie wieder oben. Viel schlimmer ist es doch eigentlich, wenn du hochfährst und dann stecken bleibst mit dem Bus oder so. Dann ist richtig Ende. Wobei, ich war jetzt neulich in England, da war auf der Isle of Wight, das ist so eine Insel, da war so eine 200 Meter hohe Kante am Meer direkt und da bist du direkt am Rand mit dem Doppeldeckerbus lang gefahren und da war es sehr windig und da war keine Leitplanke. Direkt an der Kante entlang und ich dachte mir so, ja. Aber was hat das jetzt mit Spanien zu tun? Spanien? Alicante, sagtest du? Nein, nicht Alicante, das war England. Oh ja, du hast Kante gesagt. Dann dachte ich mir, komm, wie mache ich jetzt einen Witz daraus? Ach so, ja gut. Guck, da ist man schon mal witzig. Ja, und das verstehe ich jetzt nicht. Echt, ey. Das Niveau ist echt tief hier. Komm, fahr vorbei. Oh, du dummer LKW. Was ist jetzt hier die nächste Haltestelle? Keine Ahnung, da steht Olympia Express. Das kann alles nicht passen. Aber, ist aber du egal. Regst dich ja generell nicht so über andere Verkehrsteilnehmer. Nee, LKWs sind halt hier ein Riesenproblem. Ich habe die mittlerweile auch schon aus der E-List rausgenommen. Das heißt, wenn ich neu starte, haben wir keine mehr. Ja, das... Du bist hier in Omsi immer der Gearschte. Ja, ich glaube, du musst natürlich ganz doll aufpassen. Wahrscheinlich ist es auch gar nicht gewollt, dass die hier fahren. Doch, die sind ja in der E-List. Ja, oder auch kann immer. Ja sein, dass man die einfach nicht bearbeitet hat, ne? Also mal im Ernst, in echt würde ich hier nicht gerne mit einem LKW hochfahren. Tja, dann müssen wir das als Euro-Truck-Simulator halt-on anbieten. Ich finde es ja mit einem LKW noch schlimmer als mit einem Bus, wenn ich ehrlich bin. Der ist ja auch noch ein Stückchen breiter, so. Da wäre ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Doch, schon eigentlich. Oh Gott, ein Bus kommt mir entgegen! Ich bin so froh, dass die Kollisionen aus sind, ne? Das wäre schon wieder Ende gewesen. Das heißt, dir fährt gerade die J in der anderen Richtung. Ich weiß es nicht. Mir kommen gerade zwei Busse entgegen. Das ist der Zubringer, ja genau. Der Shuttle und der J. Der also ich habe hier noch keinen anderen Bus gesehen. Bist du jetzt an der Haltestelle... wie heißt die denn hier? Warte mal. Schinkenberg. Schinkenberg? Wo hab ich das denn gerade gelebt? Moment, warte mal. Was stand da? Warte. Hier ist eine Halt... Wie komme ich denn auf Schinkenberg? Hallo. Hi. Ich habe hier so einen eitlen Ton heute, die Dame, ne? Hallo. Warte, wo bist du? Ich bin jetzt am... Hallo. Wohnheim Hötting. Ich bin gerade in der Schlerngasse. Wo ist das? Ist das da, wo diese Wände... Ein davor. Ja, genau, die ich fast übersehen hätte. Das ist aber auch eine Kackhaltestelle. Mit drei Türer wäre das jetzt ein bisschen problematisch gewesen. Ja, ich bin ja noch nicht unten. Noch haben wir es nicht geschafft. Ach, die hätten an der zweiten Tür aussteigen müssen dann. Das heißt, du bist noch nicht unten, ne? Nein, das ist richtig. Ich bin im Ort. Du bist ganz schön schnell unterwegs, Kollege. Ja, das hast du gar nicht von mir erwartet. Nein, du bist doch immer der Schleicher. Fahr doch da hoch. Zum Rennfahrer des Monats, ja? Also mal ganz im Ernst, ich glaube, meine Reifen haben gleich seitlich gar keinen Gummi mehr. So viele Bordsteine, wie ich schon mitnehmen musste, um überhaupt den Verkehrsteilnehmern auszuweichen hier. Ja, ich habe das Problem bei mir, ich habe Außenschwenktüren bei diesem Bus. Oh. Und da ist der Spiegel ja viel weiter rechts und ich kann ganz blöd gucken durch den Spiegel. Ich sehe ja die Kante vom Bus nicht gut. Ja, ich habe den auch, aber ich finde den viel besser, wenn man hochfährt. Weil der nimmt nicht so viel Platz weg nach vorne hin. Da kann man enger... Das stimmt, jetzt die Fahrgäste irgendwie... Jetzt bin ich den nicht nah genug rangefahren, jetzt muss ich hier ein merkwürdiges Manöver fahren. Kann man gut in enge Kurven mitfahren mit dem Spiegel. Na gut, das stimmt. Na gut, aber dafür bist du seitlich wahrscheinlich einen Ticken breiter. Nö. Meinst du nicht? Der andere Spiegel hängt ja auf der gleichen Höhe. Ach, der ist genauso weit weg, nur schräg vorne weg. Ja gut, das kann sein. Oh, jetzt für enge Dinge ist der eindeutig besser hier, der kurze. Ja gut, das kann sein. Moment, jetzt müssen wir... Leute, ihr müsst nicht auf die Straße rennen. Ich fahr schon an den Bordstein ran. Das ist kein Problem. So, ich versuch's hier, zumindest. Ich weiß an der Kirche, Marius. Ich war am Höttinger Kirchplatz. Mario. Nee. Nico. Gott, Mensch. Ach du Scheiße, dieser Wendekreis dieses Busses ist ja voll von Arsch.
Bist du gerade auch da, wo dieser, wo der Kirchplatz ist, da so links, in diesem großen Bogen, ne? Ja, ja. Ich fahr jetzt hier ab. In diese enge Gasse. Ja, da bin ich jetzt auch. Oh Gott, der Spiegel wäre jetzt eigentlich fast schon ab, sehe ich gerade. Ich komm ran. Du holst mich aber bestimmt. Hier ist 30, ne, weißt du? Ich fahr 40. Ah, nein. Ey, das ist noch im Rahmen. Ja, wobei, ich weiß ja, da wo ich wohne, da ist eine Hauptstraße mit Zone 20. Oh Gott, ja. Und das Lustige ist, bei Zone 20 bist du auf der Hauptstraße noch nicht mal auf der Vorfahrtsstraße. Jede kleine Seitenstraße, die da reingeht, hat Vorfahrt, wenn die von rechts kommt. Welcher Vollidiot hat sich das ausgedacht? Ja, das ist so, also bei Zone 20 gibt's immer rechts vor links, da gibt's keine Vorfahrtsstraße. Und da kommt, wenn die Oma Hilde auf dem Fahrrad da rauskommt, dann steht alles. Also sorry, welcher Vollidiot hat sich sowas ausgedacht? Ja, das habe ich mich dann auch gefragt. Und Fahrräder dürfen noch nicht mal auf dem Bürgersteig fahren. Die müssen auf dem Weg fahren, weil sonst müssen die Bußgeld zahlen. Und dann fährt da so eine Oma mit 9 km/h, also kurz bevor du umkippst praktisch, ja. davor, ja. Und da fährst du eine Dreiviertelstunde durch die Hauptstraße, ja. Da kriegst du ja echt Scheiße. Angst. Scheiße, ich muss mal ganz kurz in den Zaun fahren, damit die einsteigen, weil sonst wollen die nicht einsteigen. Ich hasse das, dass die manchmal nicht einsteigen wollen, ne? Ja, okay, ja, gut, Pech gehabt. Dann steigen sie halt nicht an. Ach, die wollen, glaube ich, in den Bus hinter mir. Hinter mir ist ja noch ein Bus. Ach, hast du einen Verstärker? Nee. Das ist, glaube ich, der Zubringer. Der Shuttle. Ach so. Aber hör dir den Bus mal von außen an. Der hört sich an wie so eine Nähmaschine. Oh. Ja, das klingt wirklich nicht so, wie ein Diesel eigentlich klingen sollte. Gerade so eine Euro 3, ne, das nagelt eigentlich wie wenn du mit dem Hammer da irgendwo gegenhaust, ja? Ja, aber wir hatten ja neulich hier wieder SCV. Was ist neulich? Anfang der Ferien hatten wir hier in Bergedorf auch SCV. Also direkt bei mir um die Ecke quasi. Und da fuhren auch teilweise Euro 2 Fahrzeuge, die umgerüstet waren auf Euro 5. Und das hat sich gar nicht gesund angehört. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das gut ist. Das hörte sich total so an, als würde das Getriebe total schleifen so und nee. Ich hatte neulich auch ein O405 gesehen mit Euro 4 Plakette. Vielleicht war auch Euro 5 oder noch mehr. Aber ja, Euro 4 kann man ja umrüsten, das ist ja an sich kein Problem. Das klang nicht so wie so ein normaler O405. Das stimmt. Ja. Aber bei Euro 5 hast du ja das Problem, dass du AdBlue wieder brauchst, ne? Ja gut, beim Bus, also beim Auto nicht immer. Nein, beim Auto nicht, aber beim Bus. Oder LKWs, ja, gut, die verbrauchen ja viel mehr. Das ist natürlich dann viel, viel Aufwand. Gerade in Hamburg. Ach, Nico. Hamburg. Ich bin mal gespannt, wann der Kollege da ist, mit dem wir den Bus wechseln sollen. Am Markt. Ja, ey, diese KI ist so unlogisch. Moment, ist das hier eine Haltestelle oder warum laufen die hier rum? Und aussteigen will niemand. Ja, ich fahr so gut, es will keiner aussteigen. Scheiße, die Ampel ist rot. Wie heißt deine nächste Haltestelle? Innenstraße. Ach, da war ich schon. Warum wusste ich das? Warum wusste ich, dass die nicht einfach vor meinem Bus fahren, sondern in meinem Bus fahren? Aber heute bin ich mal schneller als du, das gibt's ja kaum. Ich fahre ja aber auch echt entspannt eigentlich. Und ich habe echt Angst vor diesen anderen Verkehrsteilnehmern oben. Weil ich habe eigentlich schon 30 Unfälle oder so gebaut, weil die mich immer wegrammen. Ja gut, aber du hast doch die Kollision jetzt aus, ne? Ja. Aber ich hätte bestimmt schon 30 Unfälle gebaut, an denen ich nicht schuld war. Achso, du zählst die potenziell auch noch mit. Naja, musst du ja, ne? Der Bus hätte schon so viel Kratzer. Kannst direkt in eine Schrottpresse stecken. Da wäre selbst der Motor zerkratzt. Ich hatte neulich einen Bus gesehen. Ich auch. Wirklich an den Seiten. Hallo! Unten. So zerkratzer, dachte ich, wie kann man so rumfahren, ja? Beim SCV, ne? Da war, warte mal, was war denn das für ein, ich glaube, ein Globetrotter war der Betrieb, ne?
der hatte eine Delle im Gelenk. Im Gelenk? Ja, da war eine Delle drin, im Gelenk. Dachte ich mir, das kann doch auch nicht so sicher sein, oder? Nee. Also ich würde mich auf jeden Fall nicht unbedingt hinstellen während der Fahrt. Moment, wo muss ich jetzt? Ich auch nicht. Rechts. Aber ich in Hamburg zum fahren Glück keine O405er mehr, ne? Nein, gar nicht. Naja, außerhalb, Randgebiet, noch von kleinen Subunternehmern, aber... Nee, ja gut, aber ich weiß, damals war ich mal bei der PVG. Ja, ja, ist ja VH jetzt. Und da waren schon die letzten fast ausgemustert. Das war 2013 oder so. Ja, da hatten die noch die von 2001 fahren, ne? Ja, und aber selbst das waren so die in den letzten Zügen im Prinzip. Ja, ja. Ja gut, und klar. Finde ich schade, weil ich finde, das ist ein toller Bus. Ja, natürlich, aber irgendwann lohnt es sich einfach nicht mehr, ne? Ja. Auch gerade ökobilanztechnisch haben die ja immer vom Start Druck. Die staatlichen Unternehmen oder halbstaatlichen, die haben ja gar keine große Wahl. Ja, wobei ist natürlich, wie gesagt, die Frage, ob nicht die Herstellung eines neuen Busses umweltschädlicher ist, als den alten weiterzufahren. Du musst ja sehen, der Staat muss ja irgendwas machen, ja? Ob das logisch ist, ist eine andere Sache, aber er macht was. Ja, genau, Hauptsache. Das ist ja der Punkt, ja. Man denkt sich, oh ja, das könnte was bringen, das machen wir, dann heißt das, Deutschland hat was gemacht, ja? Und dann im Endeffekt, ja, das heißt, war scheiße. Ich fahre nur alte Busse rum. So, ich bin jetzt unten angekommen am Marktplatz. Bin ich das überhaupt? Weil ich krieg keinen Fahrplan. Da musst du einmal auf diesen Abstellplatz links, wo diese zwei anderen Busse stehen. Ach, da kriege ich den Fahrplan. Ich glaube ja. Jetzt laufen die ja noch durch mein Cockpit durch. Also die haben hier, die Damen hier, die sind heute dreist bis zum geht nicht mehr. Ja, so ist das. Ich kann es nicht fassen. Du sollst doch das Lenkrad anfassen und nicht es. Da ja, fahre ich noch rüber. Das ist ein Problem. Die Ampel kann mich mal. Ich bin Busfahrer, ich darf über Hellrot fahren. Oder wie oft kommen mir Autos entgegen oder auch Busse? Da ist der Fahrer am Telefonieren. Ja. Haben wir selten, aber passiert. Also aber ich muss ganz ehrlich sagen, Busfahrer fahren voll oft über Rot schon. Ja, gerne mal. Vor allem in Gelenkbus dann ist die Kreuzung erstmal für 5 Minuten blockiert, wenn er abbiegt. Ja, ich weiß, da war mal ein Reisebus, der steckte hier da fest. Der kam da irgendwie nicht rum und das war ein bisschen Trouble, weil dann musste der ganz rückwärts da wieder rausfahren aus dem Gebiet. Aber erstmal kam dann Polizei, die ganzen Autos da raus, die dahinter waren. Ja, dann haben die den da rückwärts rausgelost. Also der hat da vielleicht 20 Sekunden gebraucht, um sich festzufahren. Und das hat 2 Stunden gedauert, bis wir wieder raus waren. Ja, natürlich, ja. So. Oh. Na, ich krieg immer noch keinen Fahrplan. Gut. Ich verstehe gar nicht, wann man hier überhaupt wenden darf. Und wo. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe einfach direkt gewendet. Ja, ich auch, aber darf ich das einfach so? Oder weil da ist ja noch eine Straßenbahnampel. Ja, wir sind Profibusfahrer, wir dürfen das. Ach, stimmt. Und wir sind Busfahrer, wir dürfen das generell. Pass auf, und dann sind wir ja erstmal soweit fertig hier mit dieser Folge. Mit den Nerven? Das sowieso. Ich überlege gerade, wo parke ich denn? Wenn ich hier parke, dann kann ich den anderen Bus nicht spawnen. Ich meine, dann kann der Kollege hier nicht parken mit dem Bus, den wir gleich übernehmen. Ich parke auf der anderen Straßenseite. So, und dann wären wir erstmal mit der Folge. Hast du abgestellt? Fast. Ich parke rückwärts an der Seite ein, dann ist gut. Hallo, rückwärts. So, wir sind in der Leerfahrt, hier können wir mal ein bisschen rabiater fahren. Da fragt keiner nach. Warten wir mal, bis der Nico da sein Parkmanöver beendet hat. Ja, rückwärts. Ist auch eine Kunst. Ja, das habe ich aber in der 500. Folge habe ich das auch super hingekriegt. Man kann es hinkriegen, auch ohne Rückfahrkamera natürlich. Klar, man kann es auch hinkriegen mit Gelenkbus. So, jetzt habe ich eine Fahrplanauswertung gekommen. Das heißt, ich park richtig. Hä? Ich park rechts zwischen den Bäumen, weißt du? Wo die Haltestelle ist quasi. Rechts zwischen Bäumen? Ach, da! Ja, da habe ich mich jetzt hingestellt, ganz frech. Ach, oh, ich stehe im Baum drin. Okay, die Lücke war zu klein. Warte mal ein Stück zurück. Passiert mal. Oh, jetzt steht der Baum hier mitten im Bus. Oh, ich habe nicht gesehen, dass die so klein ist, die Lücke. Ich dachte, die wären alle gleich groß, die Abstände, aber anscheinend nicht. Was hast du denn da wieder gemacht? Nee, weil letztes Mal habe ich hier geparkt, das weiß ich noch, und das hat gepasst, locker.
Okay. Gut, Tim, Abmod. Jo, da sind wir für diese Folge erstmal fertig. Mit den Nerven, wie schon gesagt. Wir bedanken uns ganz herzlich für das Einschalten und sehen uns dann in der nächsten Folge nochmal hier auf Innsbruck und sagen dann bis Dankeschön. Zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.